Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Herzlich willkommen zurück. Wir sind aus dem Safehouse wieder draußen und gehen jetzt zu dem nächsten Safehouse, um dann in dem Gebiet dann auch die nächste Mission zu machen. Gibt also doch noch sowas wie Güte auf der Welt. Warnung! Markierte Feindhauptquartiere entdeckt! Nein, was denn? Warum gehst du nicht nachsehen? Scheiße, nein, bitte. Wollen wir es jetzt hier eben machen? Die sind überall! Los, schaltet sie aus! Okay, das ist nicht schön. Ihr wart hier noch gar nicht, ne? Hier oben drauf gibt's eine Drohne. Hatten wir in der Beta auch. Weißt noch, wo der ist, Big D, wo wir ganz lange gesucht haben? Drohne, was? Da standen wir hier, da war es sogar nebelig, glaube ich. Da oben. Da wo ich hinschieß. Hab ich noch nie gesehen, das Ding. Jetzt müsst ihr hier was einsammeln, hier unten. Das ist dein Ernst. Das ist keine Pistole. Das ist ein Sniper. Was? Du hast mir eine Pistole gemacht. Achso, deswegen treffe ich nicht in den Back oder so. Ich hätte die Sniper in der Hand. Hast du das Flugzeug gleich eingesammelt, Big D? Ja. Liegt es aber auch noch bei dir oder was? Dann hast du 1 Milliarde Anzeigefehler. Nein, nein, das bleibt ja immer da liegen. Wolltest du nur wissen? Mit den Schlüsseln los. Zivilisten sind in Sicherheit. Auch das hatten wir schon gemacht. Mach man jetzt, Junge, geh raus. Das war sehr nett von Ihnen. Deswegen können wir sie nicht looten.
wieder wechseln. Das ist nicht optimal. Doch lieber das. So, jetzt sehen wir auch was. Oh, das schneidet. Hey, was war das? Ah, Werkzeug gibt's hier. Werkzeug, Telefone. Telefone, Werkzeuge. John, hier ist Vic. Depp hat gerade von der Nachtschicht angerufen. Die Insassen sehen krank aus. Einer der Wärter muss es eingeschleppt haben und es sieht so aus, als käme die Versorgungssphäre nicht. Also bleib zu Hause. Wir sind doch eh schon unterbesetzt. Das wird hart. Ja, aber sie zahlen mir nicht genug, damit ich auf Rikers Island mit 20.000 Knackis mit Ebola oder so einem Scheiß festsitze. Geh heute nicht zur Arbeit, John. Das ist es nicht wert. Ich hab mich verspielt. Passen Sie auf, wohin Sie schießen! Ach so. Nee, das machen wir noch nicht. Oder wollen wir das jetzt gleich machen? Das ist die Mission. Das Safe House ist erst dahinter irgendwo. Ist doch scheißegal, du kannst dich jetzt zur Mission teleportieren. Kann man das? Hier Captain Benitez. Ja. Er bitte sofortige Unterstützung am Kontrollpunkt Lincoln Tunnel. Diese Arschlöcher stürmen die Blockade. Wenn sie die Schleusen sprengen, könnte das ganze Ding geflutet werden. Ja, wo wollen wir die jetzt eben machen? Gefallen in meine Waffen-Skins. Ja, sehr schön, hast du gekauft, oder was? Ja. So, das ist gar Arsch. So. Nee, natürlich. Aber die hat auch das gesehen. Sehr schön. Aber vielleicht meinst du nicht, dass das schwerer war, als wir das erste Mal gemacht haben? Mir kommt das irgendwie so einfach vor. Die Shot melden. Na gut, da waren wir zu dritt. Letztes Mal. Er hat mich nicht dabei. Da hatten wir Dirk dabei.
Ah, der ist ja wahrscheinlich auch schon Level 30 jetzt oder so. Liegt der Typ bei euch auch so cool da? Ja, der schläft. Ja, da. Ja, wo die Deckel? Nein, wo ist die? Ach, der mit seinem Kopf oder mit seinem Arm da durch die Wand. Ja. Ne, der ist bei mir nicht da. Jetzt ein paar Mal gegen den Kopf schießen. Captain, sie wollen den Tunnel stürmen! Die schießen auf alles, was sich bewegt! Oh Gott, die sind wie ein Heuschreckenschwarm! Lass sie nicht durchbrechen! Wo hatten wir diese Mission aus dem zweiten gemacht? Kann natürlich auch sein. Sniper, jetzt hol deinen Kopf raus. Division-Agenten und haben die unmittelbare Gefahr neutralisiert. Ich lege sie auf unseren Funk, dann können sie die Unterstützung dahin dirigieren, wo sie gebraucht wird. Das sind gute Nachrichten, aber es gibt auch schlechte. Ein paar dieser Kerle sind durchgebrochen und bringen Sprengstoff an den Schleusen an. Die wollen raus, koste es, was es wolle. Und sie wissen, was uns bevorsteht, wenn diese Bomben hochgehen. Ah, ich glaube, die hatten wir zu zweit gemacht. Habe ich mich nämlich am Ende hier hingesetzt. Hören Sie, ich schicke jemanden, der sich um die Bombe kümmert. Passen Sie auf sie auf. Ja, also, bitte, die kommen jetzt von vorne auf jeden Fall. Ich gehe ganz vorne hin. Ja, du brauchst nicht so weit nach vorne laufen. Doch. Du kannst sie auch einfach rankommen lassen. Lass sie doch rankommen. Feinde nähern sich ihrer Position. Spiel ich eben mit. Also ich guck links auf den Gang rauf, da kann ich die gut sehen. Ah, jetzt sitzt da Thomas gut. Also die Schatteneffekte sind auch gut, ne? Feinde kommen in ihre Richtung. Irgendwie ist großer Schatten. Guck da mit dem Baseballschläger. Thank you.
Verdammt, das war knapp. Denen ist egal, wen sie töten, um zu kriegen, was sie wollen. Kommen Sie, wir treffen uns im Kontrollzentrum. So, und an dieser Stelle, bevor wir ins Kontrollzentrum gehen, mache ich wieder einen Cut. Und ich sage, falls euch das Video gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und tschüss.